Meine Backe. Hast du mich vermisst? Na klar, doch. Du bist eine olle Kröte, du. Hm? Oh, ist ja schön, ne? Das ist schön, sagst du? Na, Ophelia. Ja. Na, Feechen? Feechen? Ich hab dir auch Leckerchen wieder mitgebracht. Ich kann es ja nicht sein lassen. Wo hat sie denn jetzt die Wunden? Ah, da vorne, am Vorderbein. Und eine unterm Hals. Aber das sieht alles schon ganz... Eine unterm Hals und eine auf der Seite, aber das war... Sieht alles schon wieder ganz gut aus, ne? Sieht alles ganz wieder gut aus, ja. Wir hatten gestern einen riesen Ritschbeck. Die Fäden aufgesehen. Was hatte ich denn gestern? Ein Ritschbeck. Die schütteln sich ja so viel. Die kriegen ja hier diese Blutohren, ne? Ja. Die Alte hat das mit dem Pflaster zugeklebt. Alter, und dann haben wir da schon 20 Minuten gestanden und die Pflaster runtergepult. Ich meine, der Hund hat das sich gut gefallen lassen, aber... Oh Mann. Na, ein Herz für Tiere, unser Ehrenamt. Ja, genau, ein Herz für Tiere, unser Ehrenamt. Oh, mir tat das so leid über Weihnachten, ne? Die ist ja gegangen in ihre Pflegefamilie an meinem Geburtstag und ich habe mich gefreut. Für mich war das größte Geburtstagsgeschenk. Und Heiligabend, ich komme in die Praxis und dann sitzt sie da und ich denke so, nee, Mann, ist nicht dein Ernst, ich habe richtig Gold. Ich könnte immer noch drüber holen, ne? Meine Kollegin kommt vom Gassi, ich sag nur, zieh mich hin, guck dir mit meinen zwei schöne Weihnachten. Da haben wir alle geheult. Deswegen, das, ja, wir haben Hunde, wir kriegen das schon hin. Sage, die ist nicht verträglich. Sage, die sieht sich selbst in der Scheibe und fängt an, garstig zu werden. Ja. Aber das ist, für einen Alleinhund ist das so ein toller Hund. Du bist so ein tolles Mädchen, ne? So ein tolles Mädchen. Ist er. Und Sozialisierungsprogrammen kann man so viel machen und das ist so einfach. Das Problem ist nur, dass die Leute heutzutage keine Gehör haben. Ja. Wir werden dann jetzt immer auf mich zu fotografieren.